Hallo ihr fantastischen Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja Let's Blätter nenne ich das Format jetzt einfach mal mittlerweile. Und zwar ist heute Club Nintendo Ausgabe 5 1992, November 92 dran. Und ja, das ist das wirklich das Jahr des Super Nintendos quasi. Wie ihr seht, ist es leider wieder einer der aus dem Konvolut mit den gelochten, mit der gelochten Seite. Wollen wir uns nicht davon irritieren lassen. Ja, es ist auch nicht so ein dickes Magazin. Ich habe schon ganz grob durchgeblättert. Titel ist, wie man sieht, Zelda 3, Links neues Abenteuer mit deutschem Bildschirmtext. Das war damals wirklich noch was Besonderes, das man wirklich betonen musste. Ja, ist im Prinzip vergleichbar mit einem heutigen AAA-Titel, nennt man das ja, also die ganz großen Spieleproduktionen. Und da wäre sowas wie eine deutsche Sprachausgabe vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Bildschirmtext durchaus normal zum Glück mittlerweile. Was haben wir noch als Themen? Street Fighter 2 und Mario Paint. Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass Mario Paint erst viel später erschien. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Schauen wir mal rein. Ja, ganz toll, natürlich großartig wieder gefüllt mit Super Nintendo Kram, ist klar. Das NES, Game Boy, oh. Glücksrad. Das scheint eine maue Zeit für den Gameboy gewesen zu sein, zu der Zeit, glaube ich. Ja, wie ihr seht, ist der Einband, hat sich leider abgelöst, aber na gut. Man kann nicht alles haben, ich habe das ja an einen relativ großen Konvolut gekauft, das dann auch relativ günstig entsprechend war, von daher passt auf jeden Fall. Gucken wir mal wieder die Leserbriefe. Ha. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert, ich weiß nicht warum. Aber dieses Bild hier mit diesem Graffiti, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ich glaube, ich hatte diese Ausgabe, auch die Zeichnung hier. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich hatte die Ausgabe, auch hier. Ha! Die hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall, die Ausgabe. Huh. Kennt ihr das? Weil wenn ihr so irgendwelche Bilder seht oder sowas und dann plötzlich voll den Flashback bekommt... Herrlich, oder? Ich sehe gerade hier Fokus. Ich stelle den mal ein bisschen größer ein in Zoom, damit ihr auch das etwas besser sehen könnt. Ich denke mal, so ist das von der Übersicht her etwas besser. Entschuldigt für die kleine Korrektur. Aber das finde ich jetzt gerade echt... Hätte ich nicht gedacht. Und hier haben wir das natürlich. Zelda 3, das große Thema. Eins meiner Lieblings-Super Nintendo-Spiele. Wobei ich glaube, Secret of Mana mag ich ein... Tick, ein Hauch lieber als Zelda. Ich weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber es ist glaube auch so, ich finde zumindest später wird Zelda etwas, also wenn ihr in dieser zweiten Welt seid, wird das etwas, ja, unübersichtlich, sage ich mal. Ihr müsst ja diese komischen Medaillons haben, findet aber kaum Hinweise und so weiter. Also ohne externe Hilfe bleibt man da schon mal stecken. Und ich weiß auch, dass ich da irgendwo stecken geblieben bin. Ich weiß auch gar nicht mehr exakt, warum. Und deswegen habe ich es dann einfach aufgegeben. Früher war man ja durchaus schon mal hartnäckiger, was so eine schwere Stelle geht, dass man das immer wieder versucht hat und versucht hat. Aber das irgendwie, ich weiß es auch nicht, warum. Aber irgendwie, ja, habe ich das nie damals zu Ende gespielt. Secret of Mana dagegen allerdings schon. Ja, hier wird natürlich schön der Anfang beschrieben, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg, sehr, sehr thematisch. Man wacht da nachts in diesem Haus auf, man hat Gewitter draußen an der Tür und man hört Stürmen und so weiter. Also das zeigt dir wirklich gleich voll die Power des Systems. Und auch hier, ich glaube, wie ihr in den Kommentaren ja auch, wir sagen es ja eigentlich in jeder Wetterfolge, dieser alte Zeichenstil ist einfach klasse. Ich halte das mal so ein bisschen näher ran, damit ihr das besser sehen könnt. Also ich finde es klasse, oder? Ich glaube, ein bisschen dunkel hier. Na, so. Einfach klasse, ich weiß nicht. Das ist dieser alte Zeichenstil, der hat irgendwie, finde ich zumindest, wesentlich mehr Charakter. Ich weiß auch gar nicht, woran das unbedingt liegt, aber er hat einfach mehr Charakter. Keine Ahnung, vielleicht weil man damit aufgewachsen ist oder ähnliches. Ja, dann haben wir hier natürlich das erste Dorf. Rund um den Ostpalast mit dem Magieshop, wo ihr dieses Zauberpulver finden müsst und so weiter. Das Masterschwert, wo ihr dann erst in der Bibliothek das Buch holen muss. Ah, das ist so. Es gibt so viel zu entdecken in der Welt und das finde ich einfach fantastisch. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied von damals zu heute.
eben weil man ja keine große Hilfe hatte, weil man alles so für sich erkunden musste, höchstens mal einen Kumpel fragen, wenn er zufälligerweise das Spiel gehabt hat, aber diese komplett offene Welt und man musste sich selber alles erkunden, diese Rätsel und sowas. Gut, in den heutigen Spielen kann man sagen, ja, da kann man das ja auch machen, aber ganz ehrlich, ich gehöre auch zu den Personen, die in so etwas schwach sind, wenn man nicht nach einem zweiten oder dritten Anlauf weiterkommt, dann guckt man halt bei YouTube mal schnell ein Video, was da die Lösung ist oder so weiter. Da kann ich mich leider nicht von selber absprechen, aber damals hatte man ja gar keine andere Möglichkeit und dadurch hat man, ich habe das Gefühl, diese Spiele intensiver gespielt irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber ich schweife mal wieder ab auf jeden Fall. Aber das ist so der Unterschied zu damals. Ja, der Ostpalast, da gibt es den Bogen und so weiter. Der geht eigentlich. Also ich finde, der Anfang von Zelda geht einigermaßen und später der dunklen Welt, dann zieht es so ab dem dritten, vierten Dungeon nochmal extremer an, finde ich persönlich. Vor allem, wenn man halt so Upgrades wie das dritte und vierte Upgrade des Schwertes braucht man einfach irgendwann. Man kann es theoretisch ja ohne machen, man wird halt nicht jetzt strikt drauf gelenkt, sage ich mal, aber man braucht es. Und wenn man es nicht entdeckt, dann hat man ein echtes Problem, ne? So, Super Ghouls and Ghosts. Ja, das habe ich auch noch in meiner Sammlung. Das habe ich auch noch nicht groß gespielt, nur kurz angespielt, um zu gucken, ob das Modul funktioniert. Ich drücke mich vor einem Test davon, weil ich habe ja so ein bisschen, bei mir ist die Faustregel, wenn ich einen Test zumache, dann habe ich A, die physische Version davon, also das Modul im Zweifel. Ich bin ja kein OVP-Sammler. Und natürlich will ich das einigermaßen spielen, aber es ist meiner Sammlung und ich habe noch schon länger meiner Sammlung und ich habe noch kein Testvideo dazu gemacht, einfach weil es so hart ist. Ich weiß nicht, ich scheue mich da irgendwie vor, obwohl hier von der Grafik her und von der Musik her ist das echt ein feines Spiel, finde ich. Aber ist halt, ja, wie der Vorgänger, halt super, super schwer. Und ich bin ja nicht so unbedingt der Typ, der sich durch solche harten Spiele so durchbeißt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin eher so mittlerer Schwierigkeitsgrad, zu einfach darf es natürlich auch nicht sein. Aber so frustrierend schwer, ich habe da nicht die Ausdauer. Früher vielleicht eher, aber heutzutage, ich habe so viele Spiele hier noch rumliegen, die ich anspielen muss. Und dann scheue ich meistens die Herausforderungen leider. Ja, hat natürlich auch teilweise Slowdowns, benutzt den Mode 7 Effekt, aber auch das, also ich finde, wenn ich das so sehe, das Super Nintendo, das hatte schon ein sehr, sehr, sehr starkes Startline-Up, finde ich. Ne? Also hat alles sehr, sehr gut die Power des Systems gezeigt. Ja, Street Fighter 2, diese Version ist damals an mir vorbeigegangen. Ich bin ja mit Street Fighter 2 Turbo eingestiegen. Das hatte ein Freund für mich besorgt. Ich bin immer noch kein großer, kompetenter Mensch, was dieses Fighting-Genre angeht. Aber Street Fighter 2 Turbo hat so einen besonderen Platz im Herzen. Und natürlich einfach die Kämpfer, die sind einfach ikonisch. Ne? Ich glaube, auch Leute, die sich mit dem Fighting-Genre nicht großartig auseinandersetzen, die kennen die Kämpfer. Ich mag ja eher immer bei solchen Spielen immer so die schnelleren, agileren, weil die gefühlt beim Button-Mashing irgendwie ein bisschen besser sind. Also Chinese habe ich ganz gerne gespielt, wo ich hier sehe den Honda, wobei genau der ist natürlich das Gegenteil davon, aber der hat halt diese 1000-Hände-Attacke. Und ich weiß noch, ein Kumpel hatte sich das von einem Kumpel ausgeliehen, der hatte kein Super Nintendo, aber ich und wir haben das die ganze Zeit gespielt und wir haben diese Einzelspieler-Kampagne versucht durchzuspielen, also wo man einfach einmal gegen alle Gegner durchspielt. Und ich habe das dann quasi, wir haben uns die Zähne ausgebissen und immer wieder versucht und versucht und natürlich immer abwechselnd gespielt, aber mit dem Honda, mit dieser 1000-Hände-Attacke, die habe ich immer wieder gemacht und dadurch habe ich den Gegner besiegt. Etwas cheesy natürlich, aber hey, ne? Ja, Dalsim fand ich immer, im Singleplayer dagegen zu kämpfen, fand ich immer sehr, sehr nervig, weil diese lang ausfahrbaren Extremitäten, nenne ich es mal, hatte. Ach, nervig dagegen zu spielen auf jeden Fall. Ja, Zangief, mit dem kam ich irgendwie nie zurecht, wenn man den gespielt hat. Der ist mir zu schwerfällig irgendwie, ich weiß nicht. Ja, hier sind die Bös-Fieslinge. Die konnte man, ich glaube, in dem Teil konnte man die nicht spielen, aber in der Turbo-Version. Auch die finde ich irgendwie nicht so toll, außer Bison natürlich hier, oder Bison wird er ja genannt, mit seinen Flugangriff-Dings. Keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich irgendwelche tollen Namen, aber naja. SimCity, ja. Damals auf dem Super Nintendo nicht gespielt, aber auf dem PC. Und ich mag ja Aufbausimulationen. Ne? Also ich glaube, ich habe früher SimCity 2000
3000 hieß das, glaube ich. Das war schon ein etwas komplexer, wo man auch Wasserleitungen legen musste und sowas. Das habe ich dann auf dem PC unter Windows 3.1, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 3.1.1, immer sehr, sehr gerne gespielt. Natürlich als Kind nicht wirklich gerafft, was man irgendwie großartig macht, aber war halt schön, irgendwelche Flächen immer zu packen. Die Super Nintendo-Version, die habe ich jetzt auch ja irgendwann mal jetzt nachgeholt. Ist natürlich schade, dass das vor der Super Nintendo Maus erschienen ist, weil man kann es halt nicht mit der Maus steuern, weil ich finde, so Aufbauspiele, die profitieren enorm von einer Maussteuerung. Deswegen ist das Genre ja auf den Konsolen ja auch nie so hundertprozentig angekommen. Aber das Spiel hat auch, habe ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Und zwar der Miyamoto, der wollte wohl unbedingt mal was mit Will Wright machen, der ja bekanntermaßen der Erfinder der SimCity-Serie ist. Der hat auch ganz viele andere Sims-Spiele gemacht, unter anderem natürlich in der neueren Zeit die Sims, logischerweise, was ein riesen Erfolg ist. Wollte unbedingt was mit dem machen und herausgekommen ist halt die Super Nintendo-Version von SimCity, wo natürlich auch Mario-Denkmal dabei ist. Also es wurde so ein bisschen eine Portion nochmal Nintendo-Charme herbeigebracht. Auch dieser, ich glaube, der heißt sogar White, oder? Dieser Berater, der euch so ein bisschen durch das Spiel leitet und so weiter. Ich habe auch schon öfter gelesen, dass das die beste Version vom klassischen SimCity sein soll. Also ist schon wunderbar. Ja, Super Mario World, das große Zugtier. Ich habe es ja schon in der letzten Ausgabe dieses Formates, glaube ich, gesagt, dass ich das Spiel damals, ich persönlich nicht hatte, aber ein Kumpel, da habe ich letztes Mal wieder gespielt. Deswegen habe ich da gar nicht so den großen Bezug zu. Aber das ist schon wirklich, finde ich, faszinierend, dass Nintendo zum Start einer komplett neuen Konsolengeneration quasi den perfekten Plattformer oder Jump'n'Run für lange, lange Zeit herausbringt. Das finde ich wirklich beeindruckend, weil so meistens sind ja so Launch-Titel eher so durchwachsen. Die Entwickler müssen sich erst mit der Hardware so ein bisschen auseinandersetzen. Okay, das war es Nintendo selber, die hat natürlich einen besseren Einblick, was die Hardware angeht. Aber trotzdem, also das finde ich schon wirklich großen Respekt. Und deswegen sind sie natürlich auch beim zweiten Teil dann logischerweise einen anderen Weg gegangen, weil das konnten sie in dieser Formel halt nicht mehr großartig toppen. Und auch hier der alte Yoshi, da habe ich ja mich mit oh Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh, Entschuldigung. Ah, wir haben uns einen Kommentar unterhalten, dass der Yoshi, der alte Version etwas besser wäre. Der Stefan, mein Gott. Ah. Der Panda und Namensgedächtnis. Ich sag euch, auch allgemein, wenn wir uns mal auf einer Börse sehen sollten, ich habe ein ganz schlechtes Gesichter- und Namensgedächtnis. Das heißt, sprecht mich im Zweifel einfach an. Ich bin eher immer so zurückhaltend und sowas. Also nur weil ich euch nicht anspreche, heißt das nicht, dass ich mich nicht mit euch unterhalten will. Das ist immer so ein bisschen, man will ja auch nicht stören und sowas. Aber wieder abgeschwiffen. Der Super Mario World, wobei die Geisterlevel, die fand ich immer so ein bisschen nervig mit diesen Geistern, ne? Aber ist schon ein fantastisches Spiel, wirklich. Ja, hier haben wir WrestleMania Challenge, Kickle Cubicle, also die Tipps und Tricks Gargoyles Quest. Ha, auch das wieder natürlich ein wunderbarer Titel. Ja, Probotector, anscheinend Continue-Dings oder sowas. Ja, ist auch geil, ne? Da wird quasi der Mario in Leserbriefen angesprochen. Nein, nein, das ist keine Redaktion, die das alles macht. Das ist der Mario höchstpersönlich, der das macht. Top 10, ja, bin ich mal gespannt. Das Super Nintendo, da war es anscheinend schon, obwohl, ja, war ich ja gar nicht Leser. Ich weiß gar nicht, war das zum Weihnachtsgeschäft erschienen oder nicht? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wird das natürlich hier groß promoted. Super Mario World, F-Zero, Street Fighter, Legend, bei den Profis nur auf Platz 4, verstehe ich nicht. Mario Paint, gut, die Auswahl war natürlich nicht so groß, aber ich weiß nicht. Gut, Street Fighter wollen sie wahrscheinlich so ein bisschen sagen, hey, sowas haben wir auch, ne? Keine Ahnung. Game Boy, Laser, Super Mario World, Mega Man, Jupp, Dr. Mario, DuckTales, Tetris, Mega Man, F1 Race, Rescue of Princess Blobette. Das wird immer so hoch gelobt hier, aber WWF Superstars, und das schreibe ich, Metroid 2, Gargoyles Quest, Super RC Power Aim, auch Super Titel, Fortress of 4. Boah, ich würde sagen, hier haben die Laser ein bisschen mehr Ahnung als die Profis, würde ich fast sagen. Ja, dann die NES, Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3,
ja, Chip und Chap, Ritter des Rechts, Battle of Olympus, das muss ich aber auch irgendwann mal anspielen. Das wird immer so lobenswert erwähnt. Ach ja, schönes Poster. Schönes Poster, auch hier in den alten Stil. Leider, leider, leider. Ich hätte es mir, glaube ich, aufgehangen, wenn ne, leider die Löcher nicht drin wären. Aber hier vom Zeichenstil her und so weiter, das sieht echt fein aus. Wobei ich mich frage natürlich, warum der Link hier mit dem Bogen auf das Masters-Schwert zielt. Aber naja, muss halt nicht unbedingt Sinn machen. Alles ist irgendwie Kunst. Mit Mario Paint beginnt ein neues Videospielzeitalter. Naja, das ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber war natürlich ein lustiges Programm. Aber auch die Werke hier. Ich glaube, das können wirklich nur professionelle Künstler hier gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das irgendein Kind solche Qualität irgendwie hervorzaubern konnte, wie sowas hier oder okay, sowas vielleicht, ja, boah, selbst das nicht so unbedingt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hochgegriffen. Aber es war fantastisch. Das war einfach eine einfache Zeit. Damit konnte man selbst einen so begeistern irgendwie ganz einfach. Ne? Das ist irgendwie Mario Paint, also ich weiß auch, Mario Paint hatte ich damals nicht. Ich hatte dieses Fun in Games, was im Prinzip so ein billiger Abklatsch zu Mario Paint ist, auch ohne Maus und so weiter. Aber ich erinnere mich noch, wie ich an dem alten 386er Windows 3.11 mit Paint saß und dann auch sowas gemalt habe und so weiter. Das war als Kind, war das irgendwie faszinierend. Ich weiß auch gar nicht. Also heutzutage, da wird wahrscheinlich jedes Kind drüber lachen, weil es da komplett andere Möglichkeiten gibt. Aber das war damals faszinierend, dass man durch so ein Eingabegerät auf dem Bildschirm da, dass man das selber beeinflussen konnte und was malen konnte. Wobei es natürlich schon sehr cool ist, dass man hier auch diese eigene Musik macht und so weiter. Ich glaube, eine Retro-Perspektive ist der Part vielleicht, so finde ich zumindest, irgendwie so der coolste und der beste. Aber was natürlich auch cool ist, dass sie hier so Minispielchen mit der Maus eingebaut haben, dass man so ein bisschen dazu lernt, mit der Maus irgendwie zurechtzukommen und so weiter. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber ich glaube, dieses Musikelement, das finde ich zumindest aus der Retro-Perspektive halt besser. Ist natürlich schon cool, aber ich glaube, das war einfach damals, ja, wie soll man sagen, damals einfach besser, ne? Donkey Kong Classics. Das gab es auch fürs NES und dass das so spät erschien. Also gut, das ist natürlich so, ja, wie hier schon steht, Marios erster Auftritt, das war einer dieser ganz, ganz frühen Spielhallenautomaten von Nintendo selber, wo wirklich Mario wirklich seinen ersten Auftritt hatte und der Donkey Kong halt der Fiesling war. Man musste sich dann halt über diese Plattform hocharbeiten, Fässern ausweichen, um die Pauline, hieß es, glaube ich, die, genau, Pauline, zu befreien. Das war noch nicht Prinzessin Peach und sowas. Ja, schon interessant, ne? Aber warum haben sie das erst so spät auf das NES portiert, wundert mich gerade. Okay, da haben sie auch Donkey Kong Jr., ist das alles in einer, ja, ich glaube Classics, das sind beide Spiele dann in einem Modul, ne? Weil sonst hätte es mich ehrlich gesagt doch arg verwundert, dass sie das jetzt in zwei Spiele aufgeteilt haben. Ja gut, also ich weiß nicht warum, aber mit diesen frühen, ganz, ganz simplen Arcade-Spielen kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Die sind mir denn dann doch etwas zu simpel und zu, ja, ich weiß nicht, wie genau ich es beschreiben kann, aber zu meinem Fall sind sie nicht auch so originale Space Invaders oder sowas. Ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie die Tiefe. Das ist natürlich, ich bin mit quasi einer Generation danach bin ich aufgewachsen, also eher so Game Boy und gut, NES ist auch relativ einfach, aber ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Ja, Star Tropics sage ich immer wieder, ach genau, ich glaube, dieses Magazin hatte ich wirklich damals gelesen, weil auch hier irgendwie an diese Zeichnung kann ich mich super gut erinnern. Ist schon lustig, ne? Dann habe ich das wahrscheinlich wirklich sehr intensiv, ich gucke mir gerade das Cover nochmal an, sehr intensiv wahrscheinlich studiert als Kind, weil, doch, das Magazin hatte ich damals, cool. Hatte ich irgendwie komplett vergessen. Bei mir ist es ja eher so, ich hatte eher die früheren Club Nintendo Magazine als Kind und die späteren, die sind mir dann neu, weil ich dann irgendwann halt dann auf den PC umgestiegen bin, so hauptsächlich.
Ja, Star Tropics auch so ein bisschen Zelda-artig, ne? Also da muss ich auf jeden Fall echt mir das mal besorgen und da mal reinspielen. Da hört man immer so viel Gutes davon und auch dieses Setting hier, so mit Tropen, so ein bisschen Voodoo-mäßig, wie es teilweise so ein bisschen aussieht, wenn ich jetzt nicht komplett irgendwie falsch liege und so weiter. Ja, mag ich, ne? Ja, Golf für das NES. Gut, Mario ist der Spieler, aber ja, Golf. Ich kann mit Golf in Computerform echt nicht viel anfangen. Also Golf war zumindest früher echt ein Riesenthema, was Videospiele angeht. Es gibt ja auch auf dem PC diese Links-Serie zum Beispiel und es gibt ganz, 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 ganz viele Golfspiele und die würde es ja nicht geben, wenn das Genre nicht so gefragt wäre. Deswegen, aber ich weiß nicht, ich wurde irgendwie nie warm. Manche feiern das wirklich ab. Ich habe letztens Golf Story, habe ich ja von Limited One Games als physisches Modul. Das geht allerdings, aber weil das eher so nicht ganz so ernst Golf ist, aber so möglichst genaue Simulationen und so weiter. Ich weiß, ich habe auch noch nie in echt Golf gespielt. Vielleicht soll ich das mal machen, um das dann weiter zu schätzen. Aber ich weiß nicht. Es ist Golf. Mario & Yoshi, ja, eins der vielen Puzzle-Spiele, natürlich auch auf dem Game Boy erschienen, hat hier quasi so ein bisschen als Kniff, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ihr seht, spielt ihr immer so eine Figur hier unten und ihr müsst diese verschiedenen, ich sag mal, Teller-Ebenen immer wechseln und dadurch könnt ihr die Sachen kombinieren. Also ihr steuert nicht wie bei Tetris diese Sachen, die hier runterfallen, sondern ihr steuert so gesehen die Bodenplatten, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es wahrscheinlich auch die meisten schon gespielt. Und da muss man dann halt wieder was kombinieren, was zwischen Eierschalen packen und so weiter. Ja, auf jeden Fall, ja, also ist ein gutes Spiel, aber jetzt nicht eines der besten Puzzle-Spiele, was da rausgekommen ist. Ja, hier haben wir auch die Gameboy-Version. Die teasern sie natürlich dann auch explizit dann entsprechend nochmal an. Ja, wie gesagt, ist ein gutes Puzzle-Spiel, aber von diesen ganzen Nintendo Puzzle spielen wie Dr. Mario und so weiter, finde ich eher eins der schwächeren, aber immer noch ein gutes Spiel. Ja, sind wir wieder beim Comic. Mario trifft Street Fighter. Ich mache mal wieder Hände weg, dass ihr Space-Taste drücken könnt zum Pausieren. Und hier geht's weiter. Und hier. Na, natürlich gewinnt Mario am Ende, ne? Ist klar. Glücksrad! Das schien echt ein schwacher Gameboy-Monat zu sein. Glücksrad! Das ist auch so eine Kuriosität, oder? Ich glaube, das Modul, wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegt man das momentan schon hinterhergeworfen. Ja gut, es war damals halt populäre Serie und so weiter, aber ich glaube, da waren Kinder jetzt nicht so wirklich die Zielgruppe. So ein bisschen, finde ich, sieht man das auch an dem Hintergrund, oder? Einfach so ein einfacher Farbverlauf. Ich glaube, der hat da selber keinen Bock drauf, irgendeinen großartigen Artikel zuzumachen. Da haben sich auch nur kurz hier beschrieben, wie das geht. So, oh, scheiße, Jungs, wir müssen einen Artikel zum Glücksrad machen. Scheiße, ich habe keine Idee. Ja, ich auch nicht. Boah, lass einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie es geht. Herrlich. Ja, Mystic Quest haben wir hier. Ich finde es komisch, dass hier nicht irgendwie großartig das Cover irgendwo steht. Ach, das ist hier noch während der Entwicklung. Mhm. Ich finde es schade, echt schade, dass das Spiel damals an mir vorbeigegangen ist. Ich hätte auf jeden Fall meine Freude dran gehabt, aber ich glaube, das ist einfach... Dieser Name ist einfach unglücklich ausgewählt, weil Mystic Quest auf dem Super Nintendo ist halt ein komplett anderes Spiel als Mystic Quest auf dem Game Boy. Aber als Kind oder bis vor kurzem dachte ich immer, dass es quasi diese Super Nintendo Version halt entsprechend abgespeckt ist. Ne? Aber es ist natürlich ein ganz eigenes Spiel und auch ein wesentlich besseres Spiel, finde ich. Aber hey, na gut. Das ist, hat unglücklich gelaufen, aber viele von euch haben es ja zum Glück damals erfahren und haben natürlich entsprechend gute Erinnerungen dran. Aber finde ich lustig, dass sie hier sogar schon im Vorfeld die Entwicklung quasi begleitet haben. Da war also eindeutig klar, da macht Square was Gutes, ne? Finde ich aber trotzdem komisch, dass sie hier noch keinen großen... ach, hier sagen sie aber auch nirgendwo den Namen. Wahrscheinlich zeigen sie deswegen kein Titel oder irgendwie sowas. Gerade weil der Name noch nicht so hundertprozentig festlag. Hm.
Ja, Mickey Mouse, Dangerous Chase, ja, ist ein okay Jump'n'Run, sage ich mal, aber ist auch nicht das Beste. Walt Disney Show bei Nintendo, ja, da wurden viele von Capcom damals gemacht, wobei natürlich, finde ich, der Best-Titel immer noch DuckTales ist. Eigentlich schade, dass sie Chip and Dale nicht auf dem Gameboy portiert haben, ne? Das wäre schon cool irgendwie. Aber auch alles super Spiele, das ist okay, da finde ich die anderen aber doch wesentlich besser irgendwie. Ja, ist halt abwechslungsreich, man fährt auch schon mal mit dem Boot rum und sowas, aber ja, das hat man irgendwie schon tausendmal gesehen irgendwie, finde ich. Also da fand ich jetzt DuckTales und so weiter doch wesentlich, wesentlich besser. Ja, da sind wir schon durch. Einer meiner Vorgänger hat ja auch schon fleißig die Rätsel gelöst, sehe ich gerade. Herrlich. Ja, hier nochmal Werbung für Street Fighter 2. Ja, schöne Ausgabe wie immer. Ich finde es schön, dass ich jetzt ein Flashback hatte, dass ich das Magazin anscheinend als Kind hatte, auf jeden Fall. Ja, es freut mich wieder, dass ihr wieder dabei wart beim Durchblättern und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und bei den anderen Videos natürlich auch. Und denkt dran, ihr seid alle wirklich fantastische Leute. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr reinschaltet und ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag, egal was ihr heute noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.